Hallo, heute spreche ich mit Andreas Klein. Du hast Delfin TV ins Leben gerufen. Erzähl uns doch, was dich dazu bewegt hat. Ja, das war so vor 2 Jahren. Und ich habe festgestellt, dass es ganz wichtig ist, ganz viele spirituelle Informationen auch über den Weg des Videos im Grunde unter die Menschen zu bringen oder zur Verfügung zu stellen. Ja, und dazu ist es halt einfach erforderlich, diese Videos auch zu machen. Und da ich schon immer in Richtung Fotografie und Video sehr großes Interesse hatte, konnte ich eigentlich meine spirituelle, ich sage mal, Laufbahn mit der technischen verbinden und konnte das dann zusammenbringen. Wunderschön. Ja, und dann ist es weitergegangen, sodass ich also relativ schnell auch Interessenten gefunden habe, die diese Videos machen wollten. Mhm. Und das sieht so aus, dass im Grunde auch Menschen dabei sind, die jetzt, sagen wir mal, ein bestimmtes Thema auch rüberbringen wollen. Und da sage ich dann, möchtest du nicht einen Mitarbeiter einstellen, der, sagen wir mal, dich nur einmalig etwas kostet, der aber 24 Stunden am Tag für dich arbeitet, 7 Tage die Woche und das 365 Tage im Jahr. Das sogar, wenn du frei hast. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, ja. Ja, guck mal, wer kennt deine Themen besser als du selbst? Keiner. Das ist der Punkt. Und da sage ich, lass uns ein Video von dir machen, in dem du dich und dein Thema unseren Zuschauern vorstellst. Mhm. Und das Video, das stellst du dann einfach auf deiner Website. Und dann können alle sich von dir ein Bild machen, so wie sich jetzt alle von mir ein Bild machen, weil du mich interviewst. Ja, das stimmt. Delfin TV ist wirklich eine Stelle, wo wir unsere, ich sag mal, Messages rausbringen können und mit anderen verbinden können. Und das ist toll. Wie findet man dich denn am besten? Ja, über YouTube. YouTube ist ja eine Möglichkeit, eben ganz viele Informationen, eben Videos, kostenlos an alle zu bringen. Und das ist meine Intention, viele spirituelle Informationen einzusammeln. Oder machen wir den Bogen ruhig noch ein bisschen breiter. Alle Themen der neuen Zeit. Und das auf meinem YouTube-Kanal möglichst vielen Menschen, sprich allen Menschen auf der ganzen Welt, weltweit, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Schön. Und dazu geht man einfach auf Delfin TV. Ich meine, ihr habt es ja jetzt schon gefunden, zum Beispiel über meine Website www.delfintv.de oder .at für Österreich oder .com. Das ist egal, es landet alles auf meiner Website. Und da kann man sich erstmal informieren. Und zum Gucken der Videos ist dann eine ganz große Schaltfläche, auch auf mehreren Seiten habe ich die angebracht, sodass man von dort aus direkt zum Kanal, YouTube-Kanal Delfin TV kommt und kann man sich dann dort die ganzen Videos angucken. Das sind inzwischen über 170 Videos online, die ich produzieren schon durfte. Mit euch und für euch. Das ist wunderschön. Und wird wahrscheinlich immer weitergehen. Und deine Vision wird sich erfüllen. Wunderschön. Ja. Also, es gibt schon viele neue Ideen. Mhm. Aber Ja. Möchtest du über die reden? Ja. Wir haben also eine Idee, die jetzt in Zukunft kommt, und da können wir jetzt ruhig schon mal drüber sprechen, weil wir haben das ja schon ins Leben gerufen und die ersten Videos könnt ihr ja schon gucken. Das ist Delfin Kids. Wir machen eine Serie über mit und von Kindern. Ach, und toll. Da dürft ihr sehr gespannt sein und diese Serie ist sehr vielfältig. Das heißt, es geht einmal um spirituelle Kinder, Kinder der neuen Zeit, aber ich habe auch schon ein erstes Märchen, eine erste Geschichte vorgelesen, die einen sehr guten Anklang gefunden hat. Ich habe das einfach eigentlich nur mal so aus Freude an der Arbeit gemacht und aus Freude an der Arbeit mit Kindern und aus Freude einfach am Vorlesen. Und die Reaktionen, die sind super positiv. Das ist schön. Und können die Kinder dir E-Mails schreiben oder Briefe schicken mit Fragen oder Anliegen, die die haben? Und kommen die zu dir oder wo finden sie dich? Oder wie findest du sie? Ja, es ist also auch ein bisschen der Weg über die Eltern natürlich, das ist ganz klar. Aber wenn Kinder zum Beispiel meine Videos sehen, können sie jederzeit gerne einen Brief schreiben oder zusammen mit den Eltern dann eine E-Mail schreiben. Und wenn sie möchten, können sie dann mit ihren Eltern auch zu mir kommen und wir können gemeinsam ein Video drehen. Wunderschön. Dass ich mich mit den Kindern unterhalte. Wir nehmen das auf und dann wird es auf YouTube, auf Delfin TV online gestellt. Ja, das ist. Und
der Grund, warum ich das mache, der ist, weil auch viele andere Kinder ja sich an die Themen, ich sage mal, oder für diese Themen interessieren. Ja, ja, ja. Aber sich irgendwelche Gespräche oder Interviews angucken, naja, das ist nicht ganz so interessant für die Kinder. Aber anderen Kindern zuzuhören, das interessiert sie. Und das finde ich toll. Und deswegen ist auch keine Altersbeschränkung da. Das ist schon automatisch. Wenn Kinder darüber reden wollen, dann werden sie das den Eltern sagen. Und dann können wir das machen. Ja, und das erinnert auch uns oder mich dann an meine Kindheit eigentlich. Ja, ja. Und das macht ja auch Spaß, ja, zuzuschauen und nochmal sich die Fragen zu stellen, die wir uns ja gefragt haben, als wir klein waren. Ganz genau. Mhm. Ja, prima. Wunderschön. So, danke, gerne. Andreas. Und euch wunderschönen Zeit wünsche ich euch noch. Tschüss. Und ich sage auch danke fürs Interesse und ich freue mich, wenn wir uns auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin, euch alles Liebe und alles Gute.